Monte Carlo. Nicht nur das Synonym für spannende Autorennen, sondern auch die Bezeichnung für einen unglaublich interessanten Sportchronographen der Firma Ginon. Hier zeige ich euch die beiden Varianten des Monte Carlo Sportchronos, einmal mit der rückwärts zählenden 12-Stunden-Lünette und mit der üblichen 60-Minuten-Lünette in aufsteigender Reihenfolge. Ich möchte euch den Chronographen vorstellen und sagen, was mir gefällt und was mir nicht so gut gefällt. Lasst euch überraschen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Falls ihr es noch nicht getan habt, jetzt wäre ein prima Zeitpunkt, meinen Kanal zu abonnieren. Unten rechts oder am Ende oben rechts einfach nur drauf klicken. Und schon verpasst ihr keines meiner zukünftigen Videos mehr. Aber jetzt wieder zur Monte Carlo. Ja, heute soll es um diesen Sportchrono gehen der Firma Ginon. Ein sehr, sehr klassischer Chronograph, der auf den ersten Blick einmal durch seine Gestaltung als Pandablatt auffällt, mit dem Grundton in Hell. Hier ist es ein versilbertes Blatt mit Sonnenschliff und den drei dunklen Totalisatoren. Der Chrono ist im Durchmesser 40,6 mm breit und damit sehr gut tragbar, hat oben sowie unten Saphirglas verbaut, sodass man auch einen Blick auf das in meinen Augen sehr, sehr schöne Werk werfen kann. Verbaut wird wahlweise ein Valjoux 7750 oder ein Sellita SW500. Je nach Verfügbarkeit, Ginon legt sich hier in der Beschreibung nicht hundertprozentig fest. Für mich persönlich würde es auch wirklich keinen großen Unterschied machen. Ich finde beide Werke ähnlich gut, ähnlich robust und sehe da in meiner Praxis und meiner Erfahrung keinen Unterschied und hätte keine Bedenken, was das eine oder andere Werk betrifft. Die Anschlussbreite für die Bänder sind 20 mm. Von Horn zu Horn bemisst die Uhr 48, jetzt muss ich kurz nachgucken, 48,4 mm und wiegt ohne Band 85 Gramm. Das sind so ziemlich genau die Standardwerte, die Ginon bei vielen Uhren der Serie 40 hat. Und das wundert auch nicht, denn die beiden Monte Carlo Uhren firmieren unter Serie 40 Classic. Insofern gibt es hier ganz eindeutige Anleihen sowohl in der Gestaltung als auch im Gehäuse und der sonstigen Ausstattung. Ja, was gefällt mir an dem Chronographen? Ich mag es extrem, dass es ein Pandablatt ist. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Ich mag das. Das hat so ein bisschen Retro-Charme und man sieht es nicht allzu häufig. Es sticht ins Auge. Es ist einfach ein Eye-Catcher und das finde ich klasse. Ich mag das. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Zeiger im Vergleich zum Blatt nicht so einen großen Kontrast erzeugen. Bei Pandablättern oder Reverse-Pandablättern ist es oft so, dass die Zeiger entweder auf dem hellen oder dunklen Teil sich nicht ganz deutlich absetzen. Bei einigen Uhren ist es noch deutlicher, aber hier durch den etwas tieferen, ich will nicht sagen gröberen, aber deutlicheren Sonnenschliff und die nicht ganz ausgefüllten Zeiger, etwas feiner gestalteten Zeiger mit etwas feineren Linien, finde ich es für mich persönlich etwas schwierig abzulesen. Ich muss ein bisschen länger hingucken, um die Zeit zu sehen. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade. Was ich im Gegenzug wieder extrem reizvoll finde, weil es einfach relativ selten ist, das ist die Option der rückwärts zählenden 12-Stunden-Lünette. Wenn ich also einen Zeitraum von 6 Stunden stoppen oder bemessen oder nachhalten möchte, dann stelle ich die in beide Seiten drehbare, nicht rastende Lünette mit der 6 auf den Stundenzeiger und die Stunde zeigt mir dann auf der Lünette, wie viel Zeit eben noch vergeht. Wenn ich das Dreieck erreiche, ist die Zeit um. Unabhängig davon kann natürlich der Stoppmechanismus weiter benutzt werden. Die Uhr ist am Lederband für einen Chronographen aus deutschem Hause, der in kleinen Serie gefertigt wird, in meinen Augen mit unter 1700 Euro sehr, sehr fair bepreist. Und wäre es nicht um die Ablesbarkeit, wäre das ein Chronograph, der mir wirklich, wirklich gefährlich werden könnte und den ich wahnsinnig gerne auch in meine Sammlung einbauen würde.
Aber da ich jetzt Mitte 50 bin und die Augen immer schlechter werden und ich immer häufiger meine Lesebrille brauche, steht die Ablesbarkeit für mich an erster Stelle. Also ich bin gerade was Uhren betrifft, ein ganz großer Freund des Ansatzes Form follows Function, also die Funktion zuerst und in allererster Linie ist die Uhr für mich ein Werkzeug und kein Schmuckstück, kein Spielzeug. Und diese Funktion des Werkzeugs der schnellen Ablesbarkeit der Zeit ist für mich bei diesem Modell leider etwas eingeschränkt und aus diesem Grunde ist diese grundsätzlich wunderschöne Uhr für mich leider nichts, auch wenn ich sie immer gerne anschaue und immer denke, was für eine schöne Uhr, aber ich weiß ganz genau, ich würde mit ihr im Alltag nicht glücklich. Tja, das war also der Chronograph Monte Carlo, beziehungsweise der Bruder oder die Schwester Monte Carlo Aero mit der Standardlünette. Wenn es euch gefallen hat, freut euch auf meine nächsten Videos. Es kommen noch vier, ich glaube noch vier Guinan-Videos in den nächsten Wochen. Und es sind ganz, ganz interessante Uhren dabei und vor allen Dingen auch ganz interessante Funktionen, die ich so bei anderen Uhren auch noch nicht oder nicht sehr häufig gesehen habe. In diesem Sinne, euer Watchmaxe.